Na, grüßt euch. Weil moin moin. Na, wollte mal eine deutschsprachige Video machen für die nette deutschsprachige Leute, die auf meinem Kanal sind. Es sind ein paar, ich weiß das ganz genau, weil die sagen immer, ah, ich schaue deinen Film, aber ich verstehe dich nichts. Na, dann dachte ich, jetzt mache ich mal einen Film über meinen Garten auf Deutsch. Na, da sind die erste interessante Sache, indianische Bananen. Die schreien mich hier rum. Die sind dafür da, ich bin Veganer, es weiß dir, die sind dafür da, dass unsere Schnecken fressen. Naja, ich betreibe hier einen Biogarten, deswegen sind solche Fallen für Motten. Ich bin ein bisschen verrückt. Wie seht ihr, ich habe Weintrauben, wo alle Nachbarn gesagt, hier wächst keine Weintrauben, doch. Die schmeckt sogar. Naja, das sind hier Kaki-Bäume, das sind auch Kaki. Ja, ich weiß, nicht gerade Alpenregion sollte Kaki pflanzen. Aber ich möge alles ausprobieren. Unter die Bäume sind die Blumen. Das sind einmal schön, einmal verbessern die Boden. Und manche Viecher greifen nichts mehr an die Baum, weil die mögen das nicht. Deswegen seht ihr Blumen. Liebe Blumen, das ist ein kleiner Banan. Ein japanischer Banan. Das ist hier Pampagras. Das ist mein zweijähriger Banan. Das ist hier ein Inka-Gemüse Oka. Das hinter die japanische Weinbeere. Quitten. Topinambur, Mispel, Dindel, Mispel, japanische Blut, Pflaume. Man gibt hier alle möglichen interessante Sachen. So, Maulbeerbaum und die alten Obstbäume. Komm, gehen wir rüber in den Garten. Sehr viele Dindel habe ich, wie ihr seht. Hier kommen wir rüber in den großen Garten. Das ist mein Blumengarten, die für die Wildbienen gemacht wurden. Und deswegen, weil ich liebe Blumen. Es muss in jedem Biogarten genug Blumen sein. Und ich habe welche. Das ist hier die Waldbiene. Ein Glashaus, die unterirdisch ist. Hier war letzter Winter kein einziges Mal Minusgrad da drin. Dieses Jahr wird geheizt. Die Ofen ist unterwegs. Mache ich gleich auf, wie gesehen. Beide Seiten von dem Eingang sind Blumen. Blumen muss sein. Und Minze. So, hier ist Umbauarbeiten für die Ofen. Hier kommt die Ofen nachher. Wie ihr seht, Oktober 2019, 5. Oktober, wenn ihr gut anseht und seht, hier wachsen noch Melonen. Gestern habe ich eine runtergepflückt. Hier sind interessante Sachen. Einmal Yacon, auch Inka-Gemüse. Dann hier wächst Batata, Süßkartoffel. Da draußen, hier ist Süßkartoffel. Gestern hat geblüht, heute nicht mehr. Da sind alle möglichen Pflanzen, zum Beispiel Kaffeeleim, dann das haben wir Longanbeere, glaube ich, das ist auch ein Longanbeer. Das hier Guava, dann japanische Mispel. Ja, das hier, dann Orange, hier, das ist ein Akazien, die weiß ich gar nicht, die englische Name,
Das ist hier ein Chili-Baum. Die wird bis 15 Jahre alt und richtig Baum. Die wird richtig als holzig. Der ist auch orange. Das ist ein Zitronenbaum. Na, die ist auch orange. Das ist die Zitrone. Da sieht auch die kleinen Zitronen drauf. Das ist wiederum irgendeine komische Pflanze, die ich dieses Jahr geschenkt gekriegt. Die ist auch von den Tropen hier. Paprika. Leider habe ich die erste Krankheiten hier drin. Glaube ich, muss ich mal hier mit Seifenwasser spritzen, dass ich die ganze Sache töte. Das ist hier ein Chili-Pflanze. Basilikum, Paprika, ist alles Mögliche. Das ist hier Pepino. Dann von dem Sommer zurückgebliebene Pflanzen hier noch. Hier zwischen ist noch Rettich gesät worden, schon frisch. Hier seht ihr ganz viele Pepino. Gestern habe ich es reingeholt. Da hinten werden noch Gurken gesät. Weiß ich nicht, was davon wird. Das Petersen grüne, die wird hier schon, das ist schon ein Jahr alt. Da pflücken wir immer Tomaten. Na, gehen wir raus. Es ist wieder angefangen regnen, leider. Hinten ist der Schneeberg, ist der Raps. Das sind Weintrauben, die ich letztes Jahr gepflanzt habe. Elefantengras, die ist eigentlich als Heizen gedacht worden, aber ist als Hecke auch schön. Hier sind alles wurde schon abgeerntet. Hier kommt Knoblauch hin. In der nächsten Zeit muss ich den Boden bearbeiten. Das ist hier schon frisch gemachte Janchi. Zwiebeln, das weiß ich nicht auf Deutsch, glaube ich, Ettagen Zwiebel heißt. Die wurde schon dieses Jahr, wird jetzt vor ein paar Wochen gemacht. Hier sind Wintergemüse. Wie ihr seht, zeige ich gleich. Das ist eine Falle für Wühlmäuse. Hier sind Spinat, die noch ganz klein sind. Wind für Winter, das sind Rettich für Winter. Dann hier sind Endiviensalat und andere Wintersalate, wo von Unkraut nichts mehr sieht. Das ist dieselbe Zwiebeln wie da frisch. Da ist noch Amaranth, die ich abpflücken will. Hier nehme ich nur Samen, die Blumen bleibt hier. Sogar wird noch vergrößert, die Blumenbeet. Das ist die letzte Nacht oder vor zwei Tage Nacht war etwas kalt. Die Gurke ist jetzt endgültig kaputt gegangen. Aber im 2. Oktober könnte ich noch 2 Kilo abpflücken und gestern noch was abgepflückt. Die riesen, Sonnenblumen, die Vögel auffressen. Naja, hier war so, Inka Rainbow Mais war das. Irgendein Vieh aufgefressen. Dann ist Studentenblume, die ist auch gut für den Boden. Verbessert den Boden und manche Sachen wegjagt. Die muss ich zusammensammeln. Gestern hat auch keine Zeit mehr gehabt. Die muss ich trocknen und reinbringen. Davon früher haben sie, wie heißt das, ich weiß nicht, wie das Deutsch heißt, weißt ihr vielleicht, wie das heißt, ist egal, die Samen nutze ich für Winter, für die Vögel füttern. Hier war Kartoffel, früher nie, war was anderes, egal, hier ist das Mais, gestern abgepflückt, hier muss ich noch die Bohnen abpflücken, aber nichts fertig.
ist alles kaputt gegangen. War die Halterung nicht genug stark. Alles noch Bohnen, Tomaten wachsen noch. Hier so Zierkürbis. Richtig schön, alles noch klein. Tomaten, Riesentomaten, die, wenn das nicht kalt wird, wird noch. Dann die Kürbisse, die, weiß gar nicht bei euch, wie die heißen. Hier sind Kolbas, Kalbasa. Hier war die Zucchini. Naja, hier war schon alles abgeerntet. Weißer Mais eigentlich für Mehl gedacht, aber die wird auch von den Viechern aufgefressen. Das ist hier so Himbeere, so goldene Himbeere. Interessant ist deswegen, weil die bis zum Friert hat Himbeere drauf und das ist richtig lecker. Es kann immer noch pflücken, wenn ich reinkomme hier zum Beispiel. Die ist noch nicht reif. Da ist Reife drauf. Das ganze Jahr ist Himbeere drauf. So, jetzt ist immer die leckerste. Kurz vor Frieren ist immer die beste. So. Na, was soll ich noch zeigen? Dahinter sind Kiwis. Dieses Jahr war das erste Mal, aber nur Kostprobe drauf. Dann hier sind Weintrauben, die in EU verboten hat. Warum ist die verboten? Weil die einfach wachsen. Die brauchen kein Spritzmittel, nichts. Davon hat manche Menschen lieben die mal, manche nichts. Ich liebe die. Ich finde, die schmecken total toll. Und sind schon reif. Früher haben man das genutzt. Färben die Wein. Hier sind Quittern. Die sind leider von letzter Wind runtergeschüttet worden. Und auch von irgendwas angefressen. So. Sind, kennt ihr? Ribisli, Stachelbeer, Johannisbeere. So was. Hier sind junge Pflanzen, junge Bäume. Eine bestimmte ungarische Art von Bäumen. Hier nur Blumenbeet. Hier sind Möhren, dann schwarze Rettich, so Winterrettiche und hier ist die andere. Immer die Probleme damit. Erst weiß ich nichts auf Ungarisch und weiß ich nichts auf Deutsch. Rote Rübe und das ist die andere Pflanze, auch nicht so deutsch. Hier noch Paprika, gestern sehr viel abgepflückt, aber ist immer noch sehr viel drauf. Dann Pori, dieses Jahr wird richtig schön. Schaut euch an, richtig schöne Paprika, immer noch. Und richtig viel Blumen. Schon immer muss sein. Hier war die Kohl. Die hat irgendwas gehabt, zu viel Wasser gekriegt und so geplatzt. Die wächst aber jetzt weiter. Hier Rosenkohl. Dieses Jahr wird richtig schön, wie ich das sehe. Richtig viel. Ja, die nicht so schön. Manche mögen das hier nicht. Ein kleiner Kohlrabi. Das ist die Stuttgarter Riese. Kann bis zu 4-5 Kilo sein und ist nicht oder bleibt immer zart. So, da ist auch keine. Die wurde wieder kaputt gemacht. So, das war so mein Garten. Hoffentlich euch hat gefallen. Einmal mal Deutsch gemacht. Naja, muss mal sein. Den kann wenigstens auf dieser Film nicht sagen, dass, oh, ich verstehe nichts. Das ist so ein schöner Garten. Hier Samen sammle ich von
oder habe gesammelt von den Pflanzen. Wird langsam hier zusammengepackt. Kommt Winter. Die Beet muss ich noch machen. Hier wird dieser Beet wird für Erdbeeren gemacht. Da seht ihr gestern Abend, gestern noch reingemacht, gestern reingebracht die Peppino und was draußen geblieben, die hat gefroren. Die muss ich heute auch reinbringen. Das ist die Vermehrung. Das ist hier eine interessante Pflanze. Dieses Jahr habe ich erst einmal ziemlich spät gekauft. Ein Karamellbeere. Schmeckt nach Karamell. Das ist hier Szechuan-Pfeffer, die bis minus 5 Grad so aushält. Oder nee, die hält aus. Die könnte ganze Winter draußen bleiben, wird aber nichts. Dieses Jahr bringe ich noch rein. Physalis. Anderes gibt halt gar nichts mehr. Nur noch Pflanzen, die eigentlich nicht sehen kann. Hier ist ein richtig schönes, so italienische Pflanze. Ist kein Bambus. Da ist auch Blumen. Das ist richtig viel Blumen, die erst im Frühjahr wird kommen. So, dann beende ich dieses Video hier. Hier noch gar nichts gesehen. Hier ist eine Pflanze, die gerade gepflanzt. Da ist was an der Beere. Dann hier sind wieder schöne Pflanze. Was eine Himbeere ist das? Weiß ich gar nichts. Jetzt der Name, die ist auch ganz neu. Hat dieses Jahr gezogen. Weiß ich jetzt nicht den Name. Das ist schöne Blumen wird, aber auch wie Himbeer wird sein. So kann essen. Aber die meisten Leute haben in den Garten wegen die Blume, was er bringt. Schöne Blüte hat. So sieht das also aus. Rocks. Hinter dem Schneeberg und das ist hier Mittagstein. Vor der Grund mit dem 100-jährigen Apfelbaum. So, jetzt habt ihr auf deutsche Sprache meinen Garten. Sag ich für jede deutschsprachige Leute auf diesem Kanal sage ich Tschüss, auf Wiedersehen. Papa, was sagt ihr noch? Schwer man so zu reden. Die eine Hälfte ist Österreich, andere Seite auf Deutsch. Und glaube ich, sind noch ein paar Schweizer dabei. Ach, für die Schweizer sage ich einfach Grüßi. Na, ciao, tschüss, Grüßi. Papa.